Ah, das ist ein seltenes Exemplar. Schwer zu finden. Noch schwerer zu halten. Doch ein wahrer Collector lebt für die Freude am Jagen. Champion Wolverine, moderne wilde Variante. Stufe 3 Sterne, Status wird eingefangen. Champion Gamora, gepanzerte Variante. Stufe 4 Sterne, Status wird eingefangen. Champion der Hulk, grünhäutige Variante. Stufe 2 Sterne, Status wird eingefangen. Champion Deadpool, rot-schwarze Variante. Stufe 3 Sterne, Status wird eingefangen. Collector, Schluss mit den Erinnerungen. Du hast mir einen würdigen Gegner für dieses Turnier versprochen. Die legendäre Isosphäre. Darf ich... Geduld, mein blauer Freund. Sie gehört dir nicht. Noch nicht. Sieh an, da kommt dein Gegner. Lass uns beginnen. Willkommen, Auserwählter. Du wurdest dazu auserkoren, die Erde in einem kosmischen Turnier, dem Sturm der Superhelden, gegen Kang, den Eroberer, zu vertreten. Ich bin der Collector, Spielmeister des Turniers. Die Regeln sind einfach. Gewinne und dir wird eine unbegreifliche Macht zuteil. Verliere und du landest in meiner Sammlung. Für immer. Um das Turnier gewinnen zu können, musst du erst die Grundlagen des Kämpfens erlernen. Und damit, Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zu einem weiteren Let's Play. Nämlich, endlich ist es da. Ihr habt danach gefragt, ihr wolltet es sehen und ich bringe es euch. Let's Play Marvel Sturm der Superhelden. Also, wir springen gleich mal rein hier in die Action. Ich habe schnell angezockt zu dem Spiel gemacht. Also, wenn ihr einen groben Überblick haben möchtet, wie das Ganze funktioniert, klickt bitte oben rechts näher auf das kleine i. Dann könnt ihr euch das angezockt anschauen. Außerdem, für alle, die jetzt neu einschalten, ich habe schon ein Let's Play gemacht zu Marvel Future Fight. Falls euch das auch interessiert, klickt bitte oben rechts in die Ecke. Wählt Marvel Future Fight aus. Und wir springen jetzt also rein in die Action hier. Tippen, um vorzufahren und lernen zuerst einmal die Steuerung. Übrigens spiele ich das Ganze über einen Emulator, wie ihr Mauszeiger erkennen könnt. Also ich wische nicht mit den Daumen, ne? Sondern ich spiele mit der Tastatur, also mit A und D und links und rechts und so weiter, wische ich rüber und tippe und so, ne? Ihr könnt das Ganze auch tun, wenn ihr möchtet, wenn ihr unten in der Videobeschreibung auf den Link klickt, der allererste Link, der führt euch auf die Seite von BlueStacks. Da könnt ihr dann den Emulator herunterladen, ne? Das ist der Android-Emulator BlueStacks und das Spiel eben auch am Emulator zocken. Übrigens ist es ein Affiliate-Link, bei dem ihr noch die Möglichkeit habt, zusätzlich Raid Shadow Legends runterzuladen. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, macht das bitte, also einfach Emulator herunterladen, zusätzlich Raid Shadow Legends herunterladen, ihr müsst es nicht spielen, ihr müsst es einfach nur herunterladen, dann bekomme ich auch noch eine Kleinigkeit dafür, also könnt ihr mich unterstützen, für euch völlig kostenlos, okay? Also springen wir mal rein hier in die Action und wir machen einen leichten Angriff, dafür tippen wir den Bildschirm nur an. Hier, ne, das ist der Leichtangriff, 1, 2, 3, ne, so. Als nächstes wischen wir nach rechts für einen mittleren Angriff, das ist bei mir die Taste D, ne, rechts, rechts, sehr gut. So, jetzt halten wir links. Ja, das mache ich gerade mal hier. Also, es ist Pfeil nach links auf meinem Emulator, um zu blocken. Auf meiner Tastatur. Und ich kann außerdem ausweichen. Also, erstmal einen schweren Angriff machen, wenn ich rechts gedrückt halte. So. Und wenn ich dann loslasse, macht sie einen schweren Angriff. Den kann der Gegner nicht blocken. Das ist sehr wichtig. Und außerdem haben wir noch die Möglichkeit, nach hinten zu wischen und auszuweichen. Ja. Was wir also machen können, sind hier verschiedene Kombos. So, zum Beispiel Mittel. Leicht, 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 mittel und dann eine Special hinten dran oder so, ne? Wir können auch seine Special ausweichen hier. Haben wir nicht ganz geschafft. Wir können blocken. Oder es gibt auch die Möglichkeit hier anzugreifen. Leicht, 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 mittel, mittel oder so, ne? Solche Dinge. Funktioniert sehr, sehr gut meiner Meinung nach. Auch hier mit Maus, mit der Tastatur. Und wenn wir eben unsere Special aufgeladen haben, ich zeig's mal ganz kurz. Die Kamera ist im Weg, das sieht dann so aus. Ja, wir haben entweder Level 1 Special, Level 2 Special und Level 3 Special. Hier im Tutorial kann ich nur die Level 3 Special benutzen. Am Anfang, weil unsere Charaktere noch, wenn unsere Charaktere noch klein sind und neu sind und so, ne, dann haben die nur Level 1 Special. Nach und nach schalten wir Level 2 und Level 3 frei. Das finden wir also nach und nach heraus, wie das funktioniert. Ich habe in der Regel meine Kamera hier, ja, weil das von dem Großteil der Zuschauer so gewollt war. Aber ihr wisst, ne, wenn jetzt hier also, wenn das Ganze grün ist, ist das Level, die Level 1 Special, so wie ihr das hier sehen könnt.
Wenn es orange wird, ist es ein Level 2 Special. Und wenn es rot ist, ist es Level 3 Special. Und dann können wir es aktivieren. Hier mit der Tastatur über den Emulator geht das mit der Leertaste. Also mache ich das mal. Und das sieht dann beispielsweise so aus. Und Level 3 Specials sind sehr mächtig. Machen extrem großen Schaden. Meistens beenden sie einen Kampf auch. Okay, merkt schon, das Spiel spielt sich wie ein Beat'em Up oder wie ein Prügelspiel. Ja, also meiner Meinung nach absolut grandios. Und wer jetzt glaubt, das ist nur ein weiteres Heroes Collector Game oder nur ein weiteres Gacha Game in der Form, ne, wo man eben Pay-to-Win einfach nur Helden kauft und gewinnt, da könnte falscher gar nicht liegen, ja, weil man hier unheimlich viel ausgleichen kann mit Skill. Oh, eine würdige Leistung. Glückwunsch, Auserwählter. Du wurdest auserkoren, die Erde zu vertreten. Den hier muss ich jedoch wieder an mich nehmen. Black Widow. Also nimmt uns Black Widow wieder weg, denn wir müssen selbst Glück haben bei dem Ziehen unserer Helden. Na gut, dann schauen wir doch mal, wen wir hier kriegen, denn wir können sofort einen Kristall benutzen. Wir könnten jetzt hier kriegen Wolverine, Spider-Man oder Iron Man. Also gute Starterhelden. Schauen wir mal hier rein. Ich glaube, Wolverine ist der mit Abstand beste von denen, meiner Meinung nach. Aber ich mag ja alle Marvel-Helden. Ich rede immer von dem spielerischen Aspekt, ne? Denn auch hier gibt es eine Art Tierliste, welche Helden besser sind als andere. Aber man kann trotzdem allen Helden immer irgendwie arbeiten, wenn man den nötigen Skill mitbringt. Was es damit auf sich hat, werden wir hoffentlich im Laufe des Let's Plays herausfinden. So, der erste Held, den wir hier kriegen, ist Spider-Man. Ein Held, über den ich mich riesig freue. Ist ein toller Held. Deswegen werden wir gleich mal benutzen. Und wir können sogar noch einen weiteren Helden heraufbeschwören. Mal schauen, wenn wir dieses Mal kriegen. In meinem Angezockt war es als zweiter Held Iron Man. Werden wir ihn wieder kriegen oder kriegen wir dieses Mal Wolverine? Mal schauen. Es ist Wolverine. Awesome. Ich persönlich bin ein Riesenfan der X-Men. Deswegen freue ich mich natürlich sehr über Wolverine. Und ich glaube, er ist auch ein super Startheld für den Anfang. Na gut, was haben wir denn hier? Kangs Team wartet bereits. Du wirst deine Champions immer hier in der Arena inmitten der Sterne bekämpfen. Okay, machen wir das doch mal. Und ihr seht schon, das hier ist ein... Man geht Node für Node, also Knoten für Knoten vor, kämpft dabei gegen Gegner. Jeder Knoten kostet Energie. Wenn man keine Energie mehr hat, muss man Energie aufladen oder warten. Zum einen. Wir können später bis zu 5 Helden mit dabei haben. Und es gibt insgesamt 6 Typen, die ihr hier erkennen könnt. Iron Man ist Technik. Hulk ist beispielsweise hier Wissenschaft, ja. Und Spider-Man ist, glaube ich, auch Wissenschaft und er hier ist Mutant. Und man sollte also ein Team zusammenstellen, das eben, naja, sag ich ja, möglichst vielseitig ist, weil man später auch noch verschiedene Wege gehen kann. Manche Helden sind effektiv gegen andere und manche Wege kann man eben nur freischalten, wenn man bestimmte Typen mit dabei hat. Also da erwartet uns ein riesiges Abenteuer. Die Story ist extrem lang, also es wird einige Folgen geben zu diesem Let's Play. Gehen wir mal rein jetzt zum Iron Man. Und, es gibt doch immer eine Story, also die reden immer. Ja, der Collector führt uns nach und nach durch die Story. Ihr seht, Wolverine ist im Nachteil, weil Mutanten benachteiligt sind gegen Technik. Spider-Man ist neutral, das bedeutet, wir sollten jetzt hier Spider-Man nehmen. Ihr seht, der Schwierigkeitsgrad verändert sich hier, ja. Und ihr seht auch, dass die Kampfkraft von uns sinkt und die Kampfkraft von ihm steigt im Vergleich zu uns. Ja, also, ne, wenn wir jetzt einen anderen Helden haben. So, wir nehmen, jetzt habe ich Wolverine genommen, okay, das ist ein Nachteil, ist aber nicht weiter schlimm. Kämpfen wir mit dem hier, machen so, achso, jetzt lernen wir nach links zu wischen, um auszuweichen und nach rechts, um zu stürmen und damit anzugreifen, ne? Sehr gut. So, ihr seht, man kann damit ausweichen, man kann auch blocken. Habe ich ja vorhin gezeigt, ich greife jetzt mal 4-mal an. Also 3-mal leicht und 2-mal mittel, das ist die Hauptkombo, die wir benutzen. Und die andere Hauptkombo ist hier 1-mal mittel, 3-mal leicht und nochmal mittel. Also es ist immer eine 5er-Kombo, die wir machen, ne? Wolverine kann den Gegner bluten lassen, das ist sehr praktisch. So, 1, 2, 3, 4, 5 und dann Special hinten dran. Das ist so eine typische Kombo, die wir immer wieder benutzen. Oder zum Beispiel hier, 1, 2, 3, 4, 5 halt noch, ne, was auch immer. So. Okay, wunderbar. Damit haben wir also den ersten Kampf gewonnen gegen Iron Man, trotz Typennachteils. Aber Freunde, das wird später noch sehr wichtig werden. Machen wir weiter, wir haben Erfahrungspunkte bekommen, das ist super klasse, also unsere Charaktere leveln, nein Quatsch, nicht unsere Charaktere leveln, sondern wir als Spieler leveln mit den Erfahrungspunkten, die wir bekommen für einen Sieg oder für den Abschluss eines Levels. Unsere Charaktere leveln nur, wenn wir sie, wenn wir ihnen Gegenstände geben, finden wir auch noch gleich heraus, ne? Also gehen wir jetzt mal rein hier zu Hulk, so, Hulk zerstören! Ihr werdet feststellen, dass wir in kommenden Episoden
weniger über grundsätzliche Dinge quatschen müssen, dann wird es nämlich Action hageln. In dieser Episode, weil das eine Tutorial-Episode ist, die allererste Episode des Let's Plays, rede ich natürlich mehr, damit ihr wisst, was erwartet euch in diesem Let's Play, worum geht es in dem Spiel, wie funktioniert das Ganze grob und es gibt so viele Feinheiten. Am Anfang sieht es so aus, als würden wir nur dreimal leicht, zweimal Mittelattacke spammen. Oder einmal Mittelattacke, dreimal leicht, noch eine Mittelattacke. Das sind die Hauptkombos, die wir benutzen werden. Und ab und zu mal eine Special mit rein. Wir weichen aus, zurück, wir blocken ein bisschen. Das ist so das Standard. Danach sieht es erst einmal aus. Aber es gibt so viele Feinheiten in dem Spiel, die nach und nach hinzukommen. Also wenn ihr Interesse habt, gebt dem Spiel eine Chance. Definitiv. Das ist auf jeden Fall wert, denn ihr werdet überrascht sein, wie viel Tiefe in dem Spiel ist. Und wir werden später im Laufe des Let's Plays Gegner treffen, die mehr als doppelt so viel Stärke haben wie wir. Wir werden also ein paar Minuten, vielleicht 3, 4 oder 5 Minuten, gegen nur einen einzigen Gegner kämpfen müssen, der uns nicht treffen darf, wohingegen wir aber immer treffen müssen. Und das wird doch ein Tanz werden, Freunde, mit den Gegnern. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, wenn wir so lange spielen, ne? Hängt von euch ab. Also, immer schön unterstützen, immer schön dranbleiben. Machen wir also weiter. So, gegen Hulk mit Spidey dieses Mal. Also greifen wir an. 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Also leicht, 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 mittel, mittel. Das ist die erste Kombo. Die zweite Kombo ist. Oh, er hat uns getroffen, okay. Die zweite Kombo ist mittel, leicht, 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 mittel. Ja? Und man kann das Ganze kombinieren beispielsweise mit. Moment, warte, wir sind nicht erblockt. Mittel, leicht, 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 mittel, special. Okay? Das sind so typische Kombinationen, die wir benutzen. Und wenn der Gegner seine Special hat, können wir die blocken. Oder ausweichen, indem wir sie versuchen rauszubaiten aus ihm. Am Anfang machen die Gegner nicht so viel, setzen ihre Special nicht so viel ein, aber je weiter wir kommen, umso öfter setzen sie ihre Special ein. Ihr seht also, man kann aus den Gegnern Aktionen herauskitzeln. Und das ist, je weiter wir kommen im Spiel, umso wichtiger. Umso wichtiger. Wir haben Gold bekommen. Gold ist auch dafür da, um unsere Helden aufzuleveln, ne? Ganz klar. 100% erkundet von der Einführung. Das ist super klasse. Wir haben hier ordentlich was erhalten. Das ist ISO 8. Verabreiche einem Champion ISO 8, um sein Level zu verbessern. Machen wir, ne? Gehen wir also auf Champion verbessern. Können jetzt einen Champion auswählen, den wir auftunen wollen. Und im Prinzip ist egal, wen wir von denen auftunen. Obwohl es sehr zu empfehlen ist, sich auf Wolverine zu fokussieren, gibt es eine Eigenheit an diesem Spiel, die ich gerne jetzt schon mal klarstellen möchte für die Zukunft. Nämlich ist das so, ihr seht, Wolverine hat einen Stern, Spider-Man einen Stern. Es gibt momentan, ich glaube, fast alle Helden in 5 Sterne, aber nur eine bestimmte Auswahl an Helden auf 6 Sterne. Es werden nach und nach alle anderen Helden auf 6 Sterne nachrücken, denke ich mal. Die Sache ist die, wenn wir Wolverine auf einen Stern haben, dann ist er immer auf einen Stern. Wir können diese Sterne nicht erhöhen, okay? Wenn wir Wolverine jetzt zum Beispiel aus einem Kristall ziehen auf 2 Sterne, dann haben wir einen 1-Sterne-Wolverine und einen 2-Sterne-Wolverine. Wir können also Wolverine besitzen in 1 Stern, 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne und mit ein bisschen Glück, falls er erhältlich ist oder irgendwann erhältlich sein wird, sogar als 6-Sterne-Format. Wir müssen aber Glück haben, ihn aus diesen Lootboxen, sprich aus diesen Kristallen zu ziehen. Okay, also ich kann nicht sagen, okay, ich bin jetzt ein Fan von Wolverine, ich bringe ihn auf 6 Sterne und mache mit dem alles nieder. Bei Spielen wie Marvel Future Fight geht das. Bei diesem Spiel geht das nicht. Da haben wir halt einen 1-Sterne-Wolverine, müssen mit dem klarkommen, solange bis wir eben einen höhersternigen Wolverine ziehen. Der hat dann natürlich auch bessere Grundwerte, ja. Das solltet ihr bedenken. Deswegen werde ich jetzt erst einmal, weil er für den Anfang sehr wichtig ist, Wolverine ja, ich sag mal, wir leveln mal Spidey. Ich erkläre euch später warum. So, es ist jetzt sowieso egal. Wir setzen also hier, ne, das gibt 75 Erfahrungspunkte, wie ihr seht. Wir brauchen 146 für Spidey Level 2. Machen wir beide rein. Jetzt hat Spider-Man Level 2, also verbessern. Sehr cool. So. Na gut. Ausgezeichnet. Kehre in dieses Labor zurück, wenn du noch mehr ISO 8 gesammelt hast und einen Champion aufrüsten möchtest. Okay, gehen wir also mal hier hoch. Gehen dann auf die Startseite. Und hier ist nochmal Privacy Notice, klar, müssen wir zustimmen, ne, akzeptieren. Jetzt, da du deine Champions verbessert hast, bist du bereit, in der nächsten Mission gegen Kangs Team anzutreten. Können wir machen, mache ich aber noch nicht sofort. Es gibt eine Belohnung, die wir auswählen können, das finde ich ziemlich cool. Und zwar, beweise dich im Turnier, indem du das erste Kapitel bei Story Mission überwindest. Wenn du mich beeindrucken kannst, gewähre ich dir einen seltenen Preis deiner Wahl. Also, im Prinzip müssen wir in Kapitel 1 den ersten Abschnitt beenden, dann kriegen wir einen Kristall mit einer Chance auf einen 2-Sterne-Helden. Das kann entweder ein Guardians of the Galaxy-Kristall sein mit einer Chance auf einen dieser Helden. Das kann ein Avengers-Kristall sein mit einer Chance auf einen dieser Helden. Das kann aber auch ein X-Men-Kristall sein mit einer Chance auf einen dieser Helden beispielsweise, ja. Ich persönlich bin, wenn ich die Wahl habe zwischen Guardians, Avengers und X-Men,
oder auch Inhumans, wenn man so will, bin ich ein großer Fan von den X-Men. Das heißt, ich wähle immer die X-Men aus. Also nehme ich diesen Kristall hier und hoffe mal auf einen ordentlichen X-Men-Charakter, der dann 2 Sterne mindestens hat. Ihr könnt doch beispielsweise Avengers auswählen, da gibt es ein paar sehr gute Helden oder Guardians of the Galaxy, je nachdem. Es ist auch so, dass zum Beispiel die X-Men praktisch immer Mutanten sind. Dadurch, dass ich jetzt also, sag ich mal, Wolverine schon habe als Mutant, macht es vielleicht spielerisch nicht unbedingt Sinn, einen X-Men auszuwählen, sondern vielleicht eher einen Avenger oder einen Guardian, ja, weil das dann teilweise andere Helden sind, kosmische Helden oder so, oder Kampfhelden, was auch immer, oder Wissenschaftshelden und so weiter. Aber ich will trotzdem X-Men haben, ja. Also wählen wir die hier aus. Sehr gut. Auswahl bestätigen. Das bedeutet also, wenn wir hier auf Kämpfen gehen und machen dann hier bei den Missionen, ich klicke jetzt mal da noch nicht drauf. Kann ich vielleicht hier rausgehen? Genau, super, das geht. Sehr schön. Ihr seht, es gibt Akt 1, Akt 2, Akt 3, Akt 4, Akt 5 und Akt 6. Ich will euch mal das Ausmaß dieses Spiels zeigen. Wenn ich also jetzt hier in Akt 1 reingehe, gibt es Kapitel 1, 2, 3 und 4. Und innerhalb eines Kapitels gibt es 6 Stationen. Wenn wir also Akt 1 durchspielen wollen, sind das 6 mal 4, also 24 Stationen. Und eine Station kann man auch noch 2 oder 3 Mal durchspielen. Ja, am Anfang ist das so, dass es nur einen Weg gibt. Später gibt es aber 2 oder 3 Wege. Das bedeutet, wir haben also 24 Stationen hier. Und das Ganze mal 6, mindestens. Plus mehrere Lösungswege, die man gehen kann. Also sehr, sehr lange. Allein die Story ist ziemlich cool. Und wird uns noch sehr lange beschäftigen. Ich persönlich habe vor, möglichst weit in der Story zu spielen, in diesem Let's Play mit euch gemeinsam. Wie weit ich tatsächlich kommen werde, hängt davon ab, wie viel Spaß uns das Spiel macht, wie gut wir vorankommen, wie viel ich offscreen grinden muss und so. Es gibt aber auch noch andere Spielmodi. Wir werden eine Allianz gründen, das heißt, wir können Allianz-Spielmodi spielen. Es gibt außerdem noch Dinge, wie zum Beispiel, wenn wir auf Kämpfen gehen, Events, die regelmäßig erscheinen. Stadien, wo man gegen Teams anderer Spieler spielen kann, also PvP, Pseudo-PvP, ja. Es sind Teams anderer Spieler, aber trotzdem spielt die KI diese Spieler und so weiter. Also es gibt tonnenweise Action hier. Das Spiel sieht veraltet aus, es ist auch schon sehr alt, aber das Kampfsystem ist sehr innovativ und es macht riesen Spaß. Vor allem ist es eine Genugtuung, wenn ihr hier wirklich mit Skill beeindrucken und gewinnen könnt, ja? Ihr könnt euch hochkaufen, ihr könnt euch die stärksten Helden kaufen, es gibt einen Premium-Shop, wir gucken uns alles an in kommenden Episoden, also keine Sorge, ihr werdet alles mal gesehen haben, aber wenn ihr, sag ich mal, eigentlich viel zu schwach seid und euch nicht gerade den neuesten, nicht gerade tonnenweise Lootboxen gekauft habt, um die neuesten und stärksten Helden zu haben, und ihr gewinnt trotzdem, weil ihr einfach Skill habt und das Spiel richtig drauf habt, ist es eine mega Genugtuung. Zum einen und zum anderen, wenn ihr den geilsten, stärksten Helden im Spiel habt, bringt ihr euch nicht wirklich viel gegen viele von diesen Gegnern, weil da sind teilweise saumäßig starke Gegner dabei, wenn ihr nicht wenigstens ein Grundmaß an Skill mitbringt. Also, großen Respekt. Ihr seht hier eben, also großen Respekt an das Spiel von Kabam, die ja mittlerweile zu Netmarble gehören. Also, wie gesagt, nochmal der Hinweis, Future Fighten habe ich auch ein Let's Play, auch von Netmarble. Und das dritte Netmarble-Spiel, was bald rauskommen wird, Marvel Future Revolution, auch dazu werde ich ein Let's Play machen, findet ihr ebenfalls dann zukünftig auf meinem Kanal. So. Hier seht ihr immer die Bosse, die Endbosse eines Abschnittes. Und hier ist ein kleines Geschenk. Das heißt also, wenn wir hier angekommen sind und das hier geschafft haben, wenigstens einmal durchgespielt haben, dann bekommen wir eben unseren 2-Sterne-Kristall, was für uns ein X-Men sein wird. Und wir werden mal schauen, wer es noch so ist. Zum Abschluss solltet ihr doch wissen, dass ich mich mit meinem Kabam-Konto angemeldet habe. Also ich habe ein Konto erstellt bei Kabam, den Entwicklern dieses Spiels. Und dafür habe ich einen Kristall geschenkt bekommen. Was das für ein Kristall ist, könnt ihr selbst herausfinden, wenn ihr das Spiel installiert habt. Oder ihr wartet auf die nächste Episode, dann seht ihr es nämlich. Vor allem, welcher Held dabei rauskommt, wird sehr spannend. Und wenn ich hier oben draufklicke, darf ich auch einen Namen eingeben. Und das machen wir jetzt mal ganz schnell. Also tragen wir jetzt mal hier unseren Namen ein. Ich habe vorhin schon mal getestet, der Name Karadrik ist leider schon vergeben. Vielleicht habe ich irgendwann mal einen Account erstellt oder so, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jetzt hier Karadrik LP, starten also damit rein und ihr seht,
Bitte beachte, Namen können später geändert werden, indem man eine Namensänderungsmarke einsetzt. Bist du dir sicher, dass du Karadrik LP verwenden möchtest? Karadrik LP? Ja, bin ich mir sicher. Also, okay. Und damit ist also unser Name jetzt eingegeben. Wir können unser Profilbild ebenfalls ändern. Das ist ziemlich interessant. Kann ich hier einen Titel auswählen? Wir sind also neuer Auserwählter. Okay, das ist also unser Titel, ne? So. Kann man auch freilassen, wenn man das will. Meisterung, was haben wir hier? Ach so, Meisterung ist wichtig für später. Also da gibt es dann eben, das sind Meisterschaften, ne? Masteries, wie auch immer. Die werden wir spielerisch nach und nach noch feststellen. Und kann ich hier Profilbild ändern? Ah, okay, hier kann ich also Profilbild aussuchen. Zum Beispiel mein Top-Champion oder eben ein anderes Profilbild, ja. Ich lasse erstmal das Profilbild des Top-Champions drin, aber wir werden nach und nach noch andere Profilbilder da reinpacken, wenn wir denn können. Also, Freunde, lasst mich bitte gerne unten in den Kommentaren wissen, wie euer Eindruck von diesem Spiel ist. Freut ihr euch auf das Let's Play? Freut euch auf das Spiel? Wie weit seid ihr in dem Spiel? Wollt ihr auch gerne mit in die Allianz kommen und so weiter? Seid ihr dann mit dabei? Habt ihr da Bock drauf? Oder ist es eher sowas, wo ihr sagt, naja, doch lieber Future Fight oder was anderes? Lasst mich das alles wissen, zum einen. Und zum anderen machen wir auf jeden Fall weiter hier, ne, in den kommenden Episoden. Schreibt mir rein, welche eure Lieblingscharaktere sind in die Kommentare. Warum es eure Lieblingscharaktere sind, auf was ihr euch am meisten freut und so weiter und so fort. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ich darf wieder begrüßen bei weiteren Episoden hier zu Let's Play Marvel Sturm der Superhelden. Also Freunde, vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.